Ja, direkt rein. Verlieren wir keine Zeit. Helmholtz-Startsequenz initiiert. Wölfe greifen an, my Lord! Keine epische Ansprache, so zur Motivation der Truppe? Nein, wenn wir das hier erstmal machen, dauert die Ansprache länger als Mission. Wir sind motiviert genug. Riskiert euer Leben für die Übererde, Leute. Haben wir doch schon. Ja, und wenn nicht, fahrt zur Hölle. Und bitte nicht meine Raketenwerfermunition klauen. Alles klar, Raketenwerfermunition klauen. Komischen Luftschlag brauche ich nämlich nicht. Ich glaube, die Waffe gefällt mir ganz gut. Du gibst ihm einen Läufer, wirklich? Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich möchte meinen Raketenwerfer haben. Okay, ich wollte diesmal ohne Läufer spielen, aber es ist mir zu riskant mit ihm in einem. Warum? Du läufst doch nur aus Spaß über einen Trip. Ach Quatsch, warum soll ich das tun? Warum sollte der Commander seine eigene Truppe schmälern? Mhm. Richtig. Weil es lustig ist für ihn. Für die Übererde. Aufheben. Ja, ich würde noch nicht loslaufen. Vorräte im Anflug. Ausrüstung ist unterwegs. Oder werft Ausrüstung ab. Hat jemand schon den Koffer gekrallt? Ja, ich. Nein. Sehr gut. Wenn du den Koffer hast, kannst du... Merke ich gerade. Nur die Pistole. Für die Übererde! So, gut. Also wir haben einen Läufer. Wer den nehmen kann, kann den nehmen und mal ausprobieren. Geben wir es ihnen! Einer muss den Koffer nehmen. Ah, das kommt Entschuldigung. Mal. So, ich weiß es nicht, aber... Commander, wo müssen wir lang gehen? Alles klar, wir müssen nach Süden. Vorwärts. So ein bisschen Star Wars Feeling. Ja, guck mal, da ist oh, was ist hier? Na, heb's mir auf. Was liegt denn da hinter euch her? Das ist meine Drohne. Die ist süß. Nice. Was müssen wir jetzt hier machen? Abgeben, das war's. So, und jetzt da rechts. Rechts, im Norden sind Feindbewegungen. Scheiß auf die, wir müssen. Lade nach! Oh, kein Bock mehr auf den Läufer? Ich will die Probe. So, ja. Das reicht doch nicht. Mann! Ja, achso, das kriegen alle. Feindbewegungen im Norden, ich gebe euch Deckung. Ah! Baron is down. Ja, ich will die Feindbewegungen im Norden. Okay, es gibt extra Muni zum Rufen. Online. Ich habe Munition gerufen. Ich habe gerne einiges dabei. Na, vollziehbar. Ja. Nachladen! Okay, leichte Feindbewegung im Norden noch. Der Rest kommt von eurer Richtung. Kann ich jetzt leider nicht machen. Du hältst im Norden. Die Freiheit schläft nie! Ja, dann komm mal, Anführer. Ja, ihr steht halt im Weg. Ich will euch nicht platt werden. Also, ich mach dir Platz, keine Panik. Ja, aber der Baron, der legt sich ja direkt vor die Füße. Wir sind jetzt gleich da. Naja, im Süden Feindbewegung, im Norden auch. Norden auch. Ja, ich kümmere mich um den Süden. Ach ja, denkt dran, die Gegner können durchaus auch Verstärkung rufen. Das heißt, je früher sie abknallt, umso besser. Ja. Die überleben aber eh nie lange, oder? Noch nicht. Hier ist Warte, bis ihr andere Arten habt. Vorsicht, da ist ein Minenfeld! Oder? Ja, links ist ein Minenfeld. Okay. Ist aber egal, wir müssen alle, nach Osten. Brauchen. Nachladen! Ich einfach mal nach und nimm's mit. Was passiert, wenn ich eine Flat-Taste drücke? Gar nichts, okay. Ich ja, höre du Feinde. Legst dich hin. Na, ja. Ich ja, schmeiß mich nur hin und über euch drüber. Alles klar, mit dem Ding walzt man ja alles nieder. Ja, die sind nicht schlecht, ey, so Skelette. Lass mir auch was. Ja, war was. Freiheit! Los, Fräulein, aktivier das Ding. Ja, der Baron läuft schon wieder voll vor so gehen. Du musst an die Seite gehen. Das ist immer nur E. Du machst hier nichts mit Leertaste, außer dich hinwerfen. Und gleich nochmal. Also wenn ich stehe und das Fräulein Leertaste wirft... Na, wie schmeckt euch die Freiheit? Also sich hinwirft, durch Leertaste drückt, dann kriegt ihr auch Damage. Ja. So, nochmal, Fräulein. Genau, tötet sie alle, ist ganz gut. Einfach reinholzen. Weiter geht's. Vor allem spielt hier einen weiblichen Char. War toll, du hast sie umgebracht. Huch! Ich hol sie zurück. Entschuldigung.
Anfrage ich brauche etwas, um mich zu drehen, oder? Ja. Er war so überrascht, dass ich deine Frau spiele. Du kannst dich einfach mal so schießen. Wie mit dem Ziel. Hab ich gemerkt. Und das Fräulein spielt eine Frau, ne? Brrr. Ja. Jetzt wissen das alle, dass Trollrudel hasst Frauen. Nein, das stand in keinem Zusammenhang. Evakuierung bestätigt. Shuttle im Anflug. Ankunftszeit T-1 Minute 30 Sekunden. Ausrüstung ist unterwegs. Verteidigungsausrüstung trifft ein. Ihr könnt uns nicht besiegen. Wir haben zwei Mechs. Verteidigungsausrüstung trifft ein. Barons Linie ist gefallen. Oh, von da unten kommt was. Muss ich mich besser platzieren. T-minus eine Minute. Oben ist, glaube ich, alleine schon gesichert durch die Gatling Guns. Ja, das Ding ist, die Türme sehen halt auch nichts, was auf unserem Bildschirm nicht auftaucht. Ach so. Aber wir können alles außerhalb des Bildschirms noch erwischen. Wenn die Reichweite der Waffen hoch genug ist. Genau. Keine Feindbewegung laut Map. Ja, Feindbewegung am Raketenpunkt. Also da. T-30 Sekunden. Deine Munition ist übrigens fast leer, AD. Woran sehe ich das? Und links, dieser Kanister neben deiner Waffe. Und die kannst du nicht einfach so nachfüllen. Das heißt, wenn der Mac leer ist, ist T-minus 15 Sekunden. Ja, ist ja egal. 15 Sekunden ist ja eh alles vorbei. T-minus 10 Sekunden. Oh, aus Süden kommt was. T-minus 5 Sekunden. Laut Mac. Shuttle trifft ein. Ach so, hier. Wenn du so sehr auf Feindbewegung stehst, dann... Ja, wir sollten vielleicht das Shuttle nehmen. Wenn du sehr auf Feindbewegung stehst, gibt's dafür auch so eine Drohne, die man rufen kann. Dann kann man die deutlich mehr... Ja, da kommen sie. Rein. Ja, ja, schießt auf den Mac, ist mir egal. Shuttle fliegt ab. T-minus 10 Sekunden. Ja, da guck mal, wie stark die sich gerade fühlt. Damit haben wir auch diesen Planeten von der lokalen Bevölkerung befreit. Für die stimmt doch gar nicht, die waren doch noch da. Ja, aber der Rest wird niedergebombt. Genau, wir mussten nur eben die Bomben da entschärfen und lang genug auf einer Stelle stehen. Ach so. Ja. Wir sind so heroisch. Ach ja, und wir mussten den Kasten in das Haus bringen, ist auch noch wichtig. Ja, das war die Zielmarke für die Bombardierung, weißt du? Die mussten, ja, wir haben nur einen Verlust, das Fräulein. Bringt die Zielmarke sofort 20 Meter weiter nach Süden, ansonsten können wir das Ziel nicht treffen. Ich sehe das Gebäude, was wir da gebaut haben. Okay. Machst du dich etwa über unsere Kommandostruktur lustig? Ja. Darfst du das? Ich meine, das ist eine Demokratie, deren Newsfeed zeigt übrigens, wir werden jetzt in öffentlichen Stellen Gedankenkontrollgeräte platzieren, um die Fröhlichkeit zu erhöhen. Ist doch legitim. Oh ja, so democratic. Gut, jetzt haben wir diesen Planeten hier befreit. So, und dieser Community-Einfluss ist halt, wie weit wir die jeweiligen Feindrassen zurückdrängen. Also gar nicht. Ja, es ist halt, wenn tausende von Leuten das machen, dann schon. So, wir haben den Granatwerfer freigeschaltet, cool. Genau, das ist auch so ein Drop, wie der Raketenwerfer. Hm, cool. So, und jetzt würde ich sagen, schrauben wir die Schwierigkeit ein bisschen, oder? Ja, war zu easy, Sepp, was ist hier los? Das machen wir in der nächsten Episode. Wenn wir gesiegt haben. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen. Jo. Ciao. Für die Übererde. Mhm.